Hier sind das Video und die Bilder zu Blauen Lagune in Reykjavik in Island, die ich am Tag zuvor wegen meines Auftritts verpasst habe. Meine liebe Kabinettsnachbarin Helga, eine Passagiere aus Bonn, hat mir dieses Video und Bilder geschickt, mit der wir am Ende des Tages eine schöne Freundschaft geschlossen haben. Manche machen eine Urlaubsabwehr, für mich eine wunderschöne Urlaubsfreundschaft. Guten Morgen, heute ist Tag 6. Am Abend ist Harisba sehr beliebt, aber morgens ist sie ziemlich leer. Die MS Artania kann normalerweise über 1400 Passagiere befördern. Diesmal fahren wir ganz entspannt mit etwa 600 Passagieren. Wie du siehst, gibt es überall genug Platz für alle. Ja, wir fahren gegen der Zeit. So, ich stehe einfach früh auf. Ich finde, das Restaurant Artania ist eines der schönsten Restaurants auf dem Schiff, auf Deck 3. Wenn ich mich ausruhen und schnell frühstücken möchte, gehe ich gerne dorthin. Aber ganz wohl fühlte ich mich am besten im Restaurant 4 Jahreszeiten. Viel lieber wegen der netten Kellners. Kaffee mit Grüntee. Warum nicht? Nach meinem ersten leichten Frühstück ging ich ins Restaurant 4 Jahreszeiten, um zu sehen, was meine Künstlerkollegen zum Frühstück hatten, und aß gleichzeitig ein leichtes weiteres Frühstück. Heute eine Vision, was ich heute esse. Ja, ich habe große Hunger heute. Große. Und heute esse ich Nutella wie ein Kind. Sehr gut, sehr gut. Einmal im Jahr, heute. Sehr gut. So. Sehr gut. Dann auch ein bisschen Butter noch. Die Geschmäcker sind wirklich sehr unterschiedlich. Ich möchte es nämlich alles weghaben und dann das Messer sauber machen fürs Nutella. Und ich möchte nicht, wenn das Nutella kontaminiert, die Messer, dann möchte ich nicht was Herzhaftes machen wir damit. Siehst du das Problem? Diese wunderschönen Skulpturen zusammen mit der herrlichen runden Decke, mit den tollen Farben und dem tollen Lichtstrahl befinden sich vor dem Restaurant auf Deck 2, wo sich auch die Rezeption befindet, und sind mit Harisba auf Deck 3 verbunden. Es ist ein wunderschöner Platz. Großzügig, total geräumig. Und glamouros. Yummy, yummy. Ich hab's schon ruiniert. Wir sind schon wieder beim Essen. Schon beim Mittagessen. Wir fahren gegen die Zeit. Jeden Tag gewinnen wir eine Stunde seit ein paar Tagen. Und unsere Mahlzeit ist auch im Eiltempo. Oh. So geht es nicht weiter, oder doch? Wenn der Burger aufgeht, ist doch Burger drin. Oh, wie heißen Sie? Ellen. Ellen. Das ist aus Anzahle. Und Sie? Hartmut. Hartmut. Ne? Ja. Wir haben das gleiche Menü. Wir haben das gleiche Menü. Ich bin Moon. Ich freue mich, euch hier kennengelernt zu haben. Und guten Appetit. Guten Appetit. Ja. Sie sind hübsch. Ein paar Stunden später traf ich mich zu einem lustigen Burgerabend in der Bodega Bar auf Deck 3. Und am Tisch saß ich mit netten Passagieren, mit Ellen und Hartmut. Heute ist Burgerabend. Ich kriege heute verschiedene Burgers. Wir hatten eine sehr nette Unterhaltung und ließen den köstlichen Abend gemeinsam ausklingen.
Es ist fantastisch, auf dem schwimmenden Restaurant zu sitzen, zu speisen und rundherum einen schönen Blick aufs Meer zu haben. Und hier werden wir auch meist mit netten Themen ganz reizend herzlich unterhalten. Es gibt keine Auseinandersetzungen mit der Realität des Reisens. Auf dem Schiff hat das fast nichts zu tun. Sie werden rund um die Uhr von morgens bis abends bewirtet und allseitig betreut. Heute habe ich bestimmt 2-3 Kilogramm mehr zugenommen. Es ist schwer, auf dem Schiff mit dem Essen vernünftig umzugehen. So kann es nicht weitergehen. Hilfe! Hilfe! Aber so lecker, was soll ich machen? Hi, hi, hi! Er ist Kreuzfahrtdirektor. Nach dem Abendessen gab es wieder eine tolle Show in der Atlantic Show Lounge von Tänzerin des MS Artania Show Ensembles. Fantastische Show. Danke euch. Ihr habt euch hingegeben. Ja, der Moderator ist JP, unser Show Manager, Entertainment Manager, JP. Danke dir. Er macht eine tolle, tolle Moderation. Bis morgen! Wenn dir mein Video gefällt, abonniere es kostenlos und drücke den Like-Button. Ciao, bye bye, annyeong, adios, au revoir!